Und damit mal herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Oder wieder nicht. Keine Ahnung. Ich habe rausgefunden, woran es liegt. Ist ganz relativ einfach. Wir sind zu voll. Bekleidung. Ich werfe jetzt mal irgendwas. Diese Lumpen zum Beispiel kann ich wegwerfen. Die hier. Nein, so nicht. Objekte. Bekleidung. Fallen lassen. Fallen lassen. Ich habe Traglast 300, wir haben 351 dabei. Ich brauche jetzt ein Gewicht, was? 5, siehst du, weg. Weg. Ja. Weg, ja. Weg, weg, weg. Weg. Hat alles nicht so viel Gewicht, ne? So, jetzt können wir wieder rennen. Sehr schön. Guck mal, jetzt einfach wieder schnell. Da ist zwar der ganze Scheiß, aber. Okay. Wir können wieder. Ein bisschen schneller laufen. Sehr gut. Ich folge dir nicht. Ich renne einfach vor, weil du mir zu langsam bist. Haben wir hier irgendwas Schönes? Hier kommen wir auch gar nicht lang. Wir müssen dadurch. Ich bin da schon fast halb durch, weißt du, er sagt das jetzt erst. Spinnen, da ist ein Spinnen. Ching. Oha, 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 oha. Wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Genau, zieh du die alle mal an. Muss ich ja nicht. Gesundheit niedrig. Trank. Stopp. Charaktermenü. Ich brauche Objekte. Ich muss irgendwie auch schneller gehen, aber Zaubertränke. Heilung. Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Das ist toll. Ich würde hier gerne raus aus der Höhle. Darf ich das? Ja. Bam. Das nehmen wir noch mit. So. Das habe ich jetzt mal noch genommen. Nee. Muss ich hier unten lang? Ich weiß es nicht. Oder ist hier unten einfach nur. Ich sieht so aus, als würde ich hier lang müssen. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja, sehr schön. Ja, wir sind draußen, wir sind draußen, wir sind draußen, la la la. Sehr schön. Wartet. Was ist da? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. So, wir sollen jetzt nach Flusswald und mit Gerber reden. Ich würde ja so gerne jetzt dahin gehen, einmal richtig BÄM machen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließt sich im Aufstand der Sturm entlang. Okay, warte mal. Wir können ja hier. Müsste doch irgendwo. Nein. Ah, nee, das war ja hier. Dann Quests.
Vor dem Sturm. Das ist jetzt. Wo sehe ich denn, was eine Hauptquest ist? Wo sehe ich das? Schieß dich dem Aufstand des Sturmmäntel an und entwessen habe abgeschlossen. Anscheinend sind das aber noch Verschiedenes vor dem Sturm. Okay, dann wir gehen jetzt erstmal nach Flusswald und sprechen dann mit Gerdur. Okay, der ist da hinten irgendwo. Ich lauf mal vor, ne? Du bist mir zu langsam. Die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Ich möchte das... Warte mal, stopp, stopp, Start. Irgendwo konnte man doch nicht Quests mehr, sondern... Wir gehen nochmal hin und sagen speichern. Ist gespeichert. Stopp, 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 stopp. Bleib nochmal kurz stehen. Halt. Hey, passt ein bisschen auf. Der greift ja gar nicht mehr zurück an. Der ist ja richtig lau. Vorsichtig. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 Uhr alt. Jetzt reicht es. Alter. Stopp, okay. Oh. Huh. Laden. Das da bitte. Ja. Der nimmt uns also auseinander, wenn wir ihn angreifen. Alles klar. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Sehr schön. Jetzt können wir uns auch das Sonnen anhören, wenn du willst. Jetzt machen wir auch das. So, dann erzähl mal. Komm und erzähl. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Oh. Ach so. Der Diebstein. Der Magierstein. Und der Kriegerstein. Wollen wir auf Magie gehen? Wir gehen auf Magie. Nicht auf Magie, sondern auf Magie. Auf Magie. Ha. Wir machen das einfach mal. Was ist das hier? Distel. Ne, brauchen wir nicht. Dann gehen wir auf Magie, da habe ich irgendwie mal Lust zu. Nö. Ich laufe mal eben ein bisschen voraus. Ich habe nämlich keine Lust auf den alten Sack. Ich muss unten rum, ne? Das hier ja. Ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Mhm. Ich sehe eigentlich aus wie so ein kaiserlicher Typ, also das wollte ich ja nur so sagen. Dass ich gerade so in dem Style hier rumlaufe, aber... Okay, wenn du meinst. Wenn du meinst. Dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Da will ich auch hin. Bisschen vielleicht verkaufen und sowas schon mal, ein bisschen leer machen. Ne, das würde ich ja gerne tun. Flusswald entdeckt, okay. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Ob ich euch mit... Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Vielleicht nicht. Groß wie ein Tag und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgehaft geflogen. Also. Im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Und ich habe Besseres zu tun. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt.
Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Waffen. Schaden 18. Wie viel hat meine? Kann ich das nachgucken? Schaden plus 9, okay. Und es sieht cool aus. Wollen wir es einfach mal kaufen? Kaufen. Achso, der will 619. Okay. Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Auf Wiedersehen. So, wo muss ich das denn machen? Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hallo, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Ich soll ihm... Eisen? Was sollen wir ihm nochmal bauen? Eisendolch, ne? Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Okay. Papa sagt, dass ich zu was auch immer ihr benötigt. Aber ihr scheint nicht schlecht. Aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Erstmal machen wir kurz mein Schwert. Obwohl, wir machen kurz erstmal sein Eisendolch, ja. Dann machen wir nochmal ganz kurz... Ah, jetzt können wir das nicht mehr. Ah, komm, egal. So. Haben wir das jetzt gemacht oder auch nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Haben wir das jetzt gemacht? Mein Vater ist auch hier eine neue Klinge? Ich bin seine Assistentin. Also gut. Ich meine natürlich seinen Lehrling. Oh, hier liegt Eisen. Was denkt ihr, was ihr da macht? Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Kann ich bei dem hier nichts verkaufen oder sowas? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kann ich jetzt einfach, oder hier Bekleidung gehen und dann sagen, ah, guck mal, verkaufen. Das kann ich, brauche ich nicht mehr. Davon können wir einen verkaufen, davon. Das können wir gleich zweimal verkaufen. Waffen. Eisendolch. Das wäre mein Schwert jetzt, ne? Ah, ne, das habe ich. Hä, wieso habe ich? Also, ah, das ist zwei Hände. Okay. Okay, jetzt haben wir hier das. Es muss nochmal... Ups. Und Rüstungen. Ich habe gerade mein Schwert verkauft. Das wollen wir ja nicht. Waffen. Ne, kein Zweihänder. Schaden haben wir. Dies könnten wir kaufen, aber ich möchte ja... Eigentlich möchte ich ja gerne das hier. Ey, das konnte ich mir sogar kaufen. Okay. Objekte. Waffen. Nach
Rechts wollen wir das. Dankeschön. Papa sagt, dass ich noch nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich eine Menge Hufeisen und Schuhnägel her. Sehr schön. Was ist denn unsere Quest, wenn ich kurz fragen darf? Ah ne, wir sollten ja jetzt noch hier mit irgendjemandem reden, ne? Wer ist denn dieser jemand? Du bist dieser jemand. Was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Habe ich Vorräte, die ich nehmen kann? Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Die kann ich verkaufen. Mache ich aber jetzt gerade nicht. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört Ralof und ich. Und zerstört. Hä? Hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl. Das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge! Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Als euer Freund es mir erzählte, konnte ich es zunächst auch nicht glauben. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Wie komme ich nach Weißlauf? Ihr fährt den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Auf Wiedersehen. Okay. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Okay, ihr könnt da weiter euch toll unterhalten. Euch mit Sven habe reden sehen? Nee, wir wollen nochmal kurz hier hin. Auf Quests vor dem Sturm. Gut, das und. Härte ein Eisen durch, schließt sich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Ach, guck mal, verschiedene sind jetzt halt so Nebenquests. Und das hier ist die Hauptquest, okay. Ja, und dann schließe ich mich nochmal an. Ja, mach das. Ich soll noch ein Eisendolch fertigen. Kann ich das machen? Oh, ich hab grad. Ich hab einen Pfeil durch den Kopf stecken. Haha, ich hab einen Pfeil im Kopf.
Hihi. Ich bin ja cool. Die Weißen sollen euch holen. Glaubt ihr, ihr seid mir gewachsen? Weiß mir, was werdet ihr? Ich kann euch nicht. Ja, die natürlich auch noch mit so einer Animation. Okay, danke schön. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Arr. So. Jetzt haben wir die Sachen. Ich wette, die leben sowieso wieder, wenn ich wiederkomme. Da ich für sie auch noch eine Quest machen muss. Aber ich wollte das überhaupt nicht. Sorry, dass ich euren Huhn getötet habe. Tut mir ja leid. Kann ich, wann ist denn der letzte Speicherpunkt? Das. Och nö. Es fand nicht lebend verlassen. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Das war schon alles? Wirklich? So, will noch wer? Mann, das wollte ich alles überhaupt nicht machen. Ich brauche mal so ein Pferd. Pferd. Wo kann ich hier bitte ein Pferd kriegen, wenn ich fragen darf? Oh, hallo. Nee, auf dir wollte ich nicht reiten. Ich gehe jetzt einfach weiter, das ist mir gerade egal. Die werden wieder leben, wenn ich wiederkomme, da die ja zu Quests gehören. Ne? Wahrscheinlich liegen sie da jetzt schon alle gar nicht mehr. Vielleicht. Noch, die werden auch noch liegen, aber. Ja, er liegt da auf jeden Fall noch. Und die beiden lustigen Menschen liegen hier auch noch. Arr, tschüss. So. Wo kriege ich denn bitte ein Pferd, wenn ich fragen darf? Wo kriege ich sowas denn? Riech mal. Okay. Wo kriege ich sowas denn? Ich sollte vielleicht noch mal gucken, ob ich hier irgendwo pennen kann oder sowas über die Nacht. Ich gehe mal nachsehen. Hilfe! Jemand muss etwas unternehmen. Ihr bekommt mich aus dem Streit. Ihr habt gewonnen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, der war gar nicht feindlich zu mir. Oha. Oha. Alter. Dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Nein. Bleib weiter wachsam. Jemand muss mir helfen. Oh Alter, der mit dem Pfeil ist aber echt hart. Ich bin noch so mega schlecht. Ich habe so eine richtig dicke Rüstung und so ein richtig fettes Schwert. Die besiegen mich einfach trotzdem. Alter. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Der bin ich. Was? Moment. Aha. Jemand muss etwas unternehmen. Ich mache mich aus dem Staub. Jemand muss etwas unternehmen. Ich muss mir helfen. Dies ist eine Rune am Himmelsrand, standhafte Geschütze. Das Kaiser. Ein Wort auf die Jugend.
Warte. Das kann ich ja wohl auch. Objekte. Zaubertränke. Heilung. Oh, toll. Ich habe gerade falsche Taste gedrückt. Oh, das hat Erfolg gebracht, mich zu heilen. Ha. Oh, die ist aber echt gut. Die ist echt gut, muss ich sagen. So, jetzt spielen wir mal nicht weiter rum. Ich gehe jetzt wieder. Tschüss. Jetzt haben wir vielleicht mal einen Bogen oder sowas auch noch holen. Ach, die sind einfach mit rausgekommen, die beiden. Wahrscheinlich. Darf ich jetzt bitte aufhören mit der Kacke? Ach Mann, so. Okay, ich glaube, ich muss die echt. Okay, jetzt reicht mir. Ich gehe jetzt hier aus Himmelsrand weg. Nee, aus Schlusswald. Ich habe keine Lust mehr auf die Idioten hier alle. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich gehe jetzt einfach. Wirst du das? Der kommt echt mit, Alter. Wenn du so weit mitkommst, dann hast du echt nur... Dann lieg hier mal nackt rum. Mein Gott, ey. Meine Nase ist gerade ein bisschen verstopft. Aber eigentlich war es das auch schon wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.